Was stoßen wir an? Auf die schönste und begehrenswerteste Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Auf dich, Sabrina. Sabine? Ja, sicher. Auf die wundervollste und einzige Frau für mich, Sandra. Sabine. Ah, ja, mein ich ja auch. Komm doch mal etwas näher, ja? Ja, ja. Ich möchte dich jetzt gern... Ja. Scheiße! Was? Ach, nichts. Entschuldige, die Türklingel hat mich etwas rausgemacht. Egal, nichts kann uns stören. Wir tun einfach, als wäre niemand da, nicht wahr? Ja. Oh, wie lange habe ich auf diesen Abend gewartet, Saskia. Sabine. Aber natürlich, natürlich. Komm etwas näher, ja? Ja, so. Ich möchte dich jetzt... Herrgott! Sabine. Wer? Also, ja, Sabine. Ich wollte gerade... Jetzt reicht's mir aber! Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ich meine dich ja auch gar nicht, Tanja. So, ich schalte jetzt die Klingel aus. Moment, ich habe die Schnauze voll. Eine Frechheit, mir so spät am Abend. Mann. So. Jetzt haben wir unsere Ruhe, ne? Nur du und ich. Na, sag schon. Sabine. Genau. Also, noch einmal. Komm her zu mir, ja? Ja. Nein! Och, jetzt hör doch endlich auf, du dumme Sau! Aber Dieter, was hast du denn plötzlich? Was schreist du mich denn so an? Dich meine ich doch gar nicht, Sascha! Wer? Wie? Was? Weil was ich denn? Leg mich doch alle am Arsch! Ich werd hier noch wahnsinnig, mein Gott! Du hast gesagt, du liebst nur mich! Ach, Quatsch! Hast du gesagt? Quatsch! Ich meine natürlich, ja! Und jetzt hör doch mal endlich auf mit dem Geheule! Nein, das hält ja keinen Arsch aus! Hallo? Wer zum Teufel sind Sie denn? Guten Tag. Ich bin Herr Radioven und ich komme nur einmal ganz zufällig hier herein, weil die Tür nicht abgesperrt war und Sie wahrscheinlich mein Klingeln nicht gehört haben. Das habe ich wohl, nicht? Was wollen Sie überhaupt, Nervenarsch? Nein, Radioven. Herr Radioven und ich komme nur einmal ganz zufällig hier vorbei, um Ihnen einmal das Geheimnis meiner Sendung, das Frühstücksradio, zu erklären. Ach was, ja, das wollen wir aber gar nicht hören, ne? Sie dummer Idiot, Sie. Aber Dieter, jetzt sei doch mal nicht so unhöflich. Vielleicht ist es ja ganz interessant. Ach, jetzt halt doch du mal deine dämliche Fresse, wenn ich ihn hier rausschmeiße. Du gemeiner Kerl, komm. So spricht niemand mit mir, auch du nicht. Ich gehe jetzt. Halt, ach, jetzt renn doch nicht weg. Hau doch nicht ab, das war doch nur ein Missverständnis. Aber Sibi, Dingens, Kirchen. Verdammt, wie war denn nochmal der Name? Radioven, Herr Radioven. Frühstücksradio. Viel Gefühl fürs WC. Und dabei habe ich eben noch gesagt, Sie sollten besser nicht mit dem auf der Straße weiter diskutieren. Hallo? Hallo?